Grüß dich, Heiko. William hier. Ich grüße dich. Bist du gerade beim Sport? Kann das sein? Ja, einen Satz wollte ich noch machen, aber den klaust du mir gerade. Aber darfst du. Darf ich, okay, kein Problem. Aber wir sind hier gerade live auf Twitch. Haben hier gerade live, wir haben ja im Vorfeld schon Voices hin und her geschickt, habe ich dem Chat auch schon gesagt. Und wir haben uns gerade mal dein Video angeschaut, haben da mal ein bisschen drüber gequatscht, wie das so abläuft, was du da gesagt hast. Aber du sagtest ja selbst am Ende des Videos kein böses Blut. Du fandest halt nur meine Aussage nicht gerechtfertigt mit dem finanziellen Aspekt, ne? Mein Video ist eh das Beste. Dein Video ist das Beste? Nee, die Aussage jetzt mit dem Personal Training, meinst du? Genau, mit Markus Rühl. Ja, wie gesagt, das höre ich ja immer von allen Leuten heutzutage. Oh, wer gibt so viel Geld aus, dann muss er bescheuert sein. Mhm. Bescheuert ist man, wenn man bescheuert aussieht. Die Leute sollen sich mal einen Spiegel angucken, da sehen sie was Bescheuertes. Ne? Weil, wie gesagt, wenn ich den Weg gehen will, wenn ich jetzt kein Wettkämpfer bin und einfach nur meine Erfahrung sammeln will, dann ist das sicherlich zu teuer. Aber wenn ich wirklich ambitioniert bin, in dem Sport weiterkommen will, vorankommen will und mir angucke, wie mein Umfeld aussieht und ich da ausbrechen will, dann muss ich mir doch so einen Ochsen nehmen und die muss ich dann dementsprechend bezahlen. Ich sag dir ganz ehrlich, William, hätte ein Jean-Pierre Fuchs damals gesagt, Heiko, für einen Tausender kannst du bei mir trainieren, können wir mal ein Training machen. Das Geld hätte ich mir geborgt. Ja gut, die Zeiten damals waren ja anders. Ne? Heute in Zeiten von Social Media kriegt man ja sein Wissen viel mehr. Ich verstehe dir, aber musst du dir auch vorstellen, das war bei mir auch ein Livestream. Ne? Ich habe es auch dann direkt gesagt, so war das gar nicht gemeint mit dem finanziellen Aspekt. Es war halt so gesagt, weil Markus kam, wir hatten einen Termin um 16 Uhr und er kam einfach eine Stunde zu spät. Ich meine, würdest du deine, sagen wir mal, ein Follower eine Stunde oder eineinhalb warten lassen, ist ja auch scheiße, ne, irgendwo. Du, da bin ich ganz bei dir. Ja, aber ist kacke. Ich dachte mal nicht, das hat sich jetzt darauf bezogen. Ja. Sicherlich ist das eine Sauerei, gerade wenn er dann auch noch vor deiner Nase rumturnt. Ja. Da kann man sagen, du, pass auf, dauert noch einen Moment, ist sehr wichtig, was ich hier habe, bla bla bla. Ne, kann man ja kurz sagen, das ist keine Art und Weise. Ne? Ob das jetzt Markus ist oder sonst irgendjemand, das macht man einfach nicht. Mhm. Aber ich hatte mich an der Aussage jetzt hochgezogen, wo du meintest, ja, das völlig überteuerte Training. Und das sehe ich total anders halt. Ne? Guck mal, ich nehme auch, ich nehme pro angefangene Stunde 100 Euro. Also, und ein Training dauert immer anderthalb Stunden. Also bin ich auch immer bei 200 Euro circa. Das mit dem Geld, das war nur so gesagt, weil es einfach, es war auch ein Livestream, ja. Das mit dem Geld, da nehme ich alles zurück. Das war vollkommener Quatsch von mir. Du musst dir vorstellen, wenn du live redest, du kannst ja im Nachhinein nichts, also da wird nichts rausgeschnitten. Ja. Das wird ja, ist ja in dem Fall, sieht es der Zuschauer so auch direkt, wenn ich das dann hochlade und die Clips verändere, wäre ja auch scheiße. Deswegen, das war live, das war real, aber ich habe dann auch direkt in den Kommentaren geschrieben, ey, da mit dem Geld, das war nicht so gemeint. Aber ich glaube dennoch, kann das sein, hast du das gesamte Video geguckt oder nur einen Ausschnitt? Ich glaube, fast das ganze Video geguckt zu haben. Okay. Und du glaubst. Weißt du, was ich putzig finde? Bitte. Wie die kleinen Kinder gleich zu dir gerankommen. Ey, der hat da was gesagt, ja. Ich habe da was gehört. Ja, das ist das Internet und deswegen dachte ich mir auch, wäre cool. Das setzt mich gar nicht mehr auseinander. Ja, wäre einfach cool, wenn wir einfach darüber quatschen, weil ich finde auch cool, wir beide passen irgendwo in der Hinsicht zusammen. Wir sagen immer Tacheles, was da passt. Und ich habe mir auch schon überlegt, wenn ich mal vielleicht in Hamburg bin, dass ich dir da mal einen Besuch abstatte. Auf jeden Fall, lass uns mal gerne was zusammen machen. Wir können auch gerne mal. Dass man da vielleicht einmal durch den Kiez, einen kleinen Kiez-Report oder so, das wäre doch mal was Lustiges. Das wäre, glaube ich, geil. Das ist ja schon ein abgelutschter Drops. Ja, aber abgelutschter Drops, den machen wir nochmal neu. Aber da kann man in Hamburg kann man ja vieles machen. So, dass ja, man auch mal. Wie gesagt, also ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass man tatsächlich sich rechtfertigen muss für solche Sachen, ob du jetzt was äußerst oder ich was äußere, dass wir uns vor diesen kleinen Petzen rechtfertigen müssen. Du, ich habe da was gehört, der hat da was gesagt. Ja. Das ist doch scheißegal, lass ihn das doch sagen. Wenn das seine Meinung ist, dann ist es seine Meinung. Da muss ich jetzt nicht drauf reagieren. Definitiv. Er hat so schlimme Sachen gesagt, die mich diffamieren. Ja. Aber das ist ja nicht der Fall, weder bei dir noch bei mir. Also munter putzen, fertig. Sowieso. Nur ich wollte das einmal klarstellen, weil du weißt, wie das ist im Internet. Da kannst du dich mit einem Video, mit einer falschen Aussage komplett wegschießen, weil die Leute verstehen das einfach alles falsch. Da wird die mir das geschickt haben, die denken schon direkt, ey,
Heiko schießt hier gegen dich, der disst dich hier weg. Weißt du, was ich meine? Ja, aber gerade das finde ich ja geil, wenn man mit einem falschen Wort total Unruhe bringt und alles aufgeregt ist und alle denken, jetzt geht die Internetwelt unter, weil einer mal vielleicht was aus dem Content aus Versehen gerissen hat, ja, oder was nicht verstanden hat, ja, richtig und falsch interpretiert hat, hm, oder zurück oder. Da, ja, gibt's, das finde ich so geil, da habe ich ja richtig Bock drauf. Ja, was willst du machen? Und noch eine Sache zum Thema Adolf. Ja. Ja, da habe ich ja auch gesagt, dennoch, Adolf ist ein brutaler Bodybuilder. Ne? Das war halt nur zu den damaligen Zeiten, dass er niemals Profi geworden wäre. Digga, ich wäre niemals zugelassen auf dem Wettkampf, habe ich gesagt, mit meiner Form. Die Zeiten bei euch damals, 90er, 2000er Jahre, das war einfach anderes Niveau. Da ist man mit so einer Form halt kein Profi geworden. Aber dennoch ist Adolf für die heutigen Zeit, ist dennoch ein Top-Athlet, ist ein Top-Profi. Weißt du, was ich meine? Nur ich meine, ein Top-Profi ist er, wenn er mal Wettkämpfe macht. Ja, das ist eine andere Geschichte. Aber er bereitet sich ja gerade vor. Adolf macht fleißig YouTube. Also gibt sich Mühe. Ja. Er ist vielleicht genetisch ein bisschen ausgebremst, aber er gibt alles und er versucht sich halt auf irgendwas vorzubereiten. Definitiv. Und was auch immer. Ich mag ihn gerne leiden, aber er muss auch mal liefern, weißt du? Ja, und aber ich denke mal, er ist jetzt dabei. Er ist ja gerade in Wettkampfvorbereitung. Ich bin mal gespannt, was das diese Saison wird. Er muss ja auch abliefern. Äußere Missstände bei ihm mit dem Wohnungsbrand und dies und das, ja, und was, ja, da, ja, alles war. Ja, ja, ja. Ne, ist alles entschuldbar, aber wie gesagt, am Ende des Tages interessiert es ja nicht, weil er muss liefern. Das egal, stimmt. Was passiert ist. Und wenn der Hund tot umfällt, dann musst du trotzdem liefern. Ja, ne, ja. Das ist das Problem heutzutage, weil du hast ja nur begrenzt Zeit und die Uhr läuft für alle. Guck mal, Emir, der war kaum 21, hat Furore gesorgt. Mhm. Schuppis ist ja schon 23. Ja. Und guck mal, wie schnell der 25 oder 27 ist. Ja, das geht flott. So eine Saison geht schnell weg. Ja. Und genauso ist der Adolf. Die Uhr läuft, der muss Gas geben, genau wie bei Tim. Die müssen auf die Bühne und den Leuten ihr Paket zeigen. Ja. Und er muss sich ja nicht verstecken, Adolf, ne? Mit den Beinen. Auf keinen Fall. Mithalten. Die Rückenposen nimmt er vielen Athleten ab. Ja. Gut, vorne ist dann, hat er so ein paar Defizite, aber ist ja scheißegal, hat ja jeder irgendwas. Ja. Aber er muss was bringen und ich wünsche ihm und ich drücke ihm die Daumen, dass er verletzungsfrei in seine Saison reingehen kann, wie alle anderen Athleten auch. Definitiv. Ich bin kein missgünstiger Typ. Gegenteil. Ach Quatsch, ich denke mal, wir müssen hier, so die deutsche Szene muss eh mehr zusammenhalten, so, oder es muss halt auch berichtet werden, wieso auch nicht, ne? Weil wir haben aktuell ein paar gute Jungs am Start und da soll es auch so bleiben, finde ich gut. Auch jetzt New York Pro hatten wir 3 Athleten am Start, ja, für Emir. Was hat Emir gemacht? Den 6. Platz, habe ich gesehen. Westermeier hat den 2. gemacht. Westermeier hat davor 2 Wochen hat der Pittsburgh Pro gewonnen. Steve wurde, ich glaube, auch 6. oder? 6. Ja. Ja, ja, ja. Deswegen, ich finde es cool, also. Aber die liefern auf alle Fälle ab. Klar, die machen. Die sind in Form, also da ist keiner, der jetzt nicht in Formen geht, ja, und deswegen eine nicht so gute Platzierung bekommt. Und, aber die anderen schlafen ja auch nicht, das darf man nicht vergessen. Ne? Und unsere Jungs sehen top aus, ob das der Steve ist, ob das der Emir ist oder dieser Westermeier. Mhm. Und da wird hoffentlich in Zukunft noch was kommen. Aber du kannst, William, was ich dir sagen wollte, weil wir gerade beim Thema sind mit dem Zusammenhalt und so, hast du ja gerade so schön angesprochen, dann nutzt doch auch deine Reichweite und promote oder nicht promote, aber kündige doch auch mal so eine Events wie beim Timmern jetzt am 3., wo alle da sind, da sind 17 Top-Athleten aus der alten und der neuen Zeit, die den Leuten zur Verfügung stehen bei einem Event mit Bürgeröffnung natürlich und alles, was da. Aber das ist ja gar nicht meine Gehaltsstufe, Heiko. Ja, du Lappen, dann gib doch Gas, Alter. Nee, geil. Der liegt dir am Bauch, ne, Alter? Der war hart, aber. Da muss ich jetzt mehr Gas geben, du. Nee, cool, Alter. Cool, freut mich auf jeden Fall, dass wir kurz quatschen konnten. Ja, ja, gerne. Gefällt mir. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Machen wir. Und schauen, was sich da in Zukunft eventuell ergibt, ne? Ja, lass was machen. Und dann kannst du auch mal mit deiner Gehaltsstufe kannst du da ordentlich Promo machen für den Tim. Das finde ich geil. Da wird noch das eine oder andere Wort drüber fallen. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen.
An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid, powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.